and I'm way too dark. Like when the sun goes down, yeah, I'm shining. Like when the sun comes up, yeah, I'm rhyming. Haters try and bring me down, I keep moving until the funds go up. Jo, Sportskameraden, ich krieg bei dem warmen Wetter immer das ganze Jammer mit und alle sagen, hey, wie kannst du nur Sport machen, da bringt dich ja um, ist ja tödlich, bei dem Wetter klatschen sich ja alle an den See und die meisten machen gar nichts und sind faul und ich verstehe das immer nicht so, weil ich denke, in anderen Ländern ist ja auch vielleicht ein bisschen wärmer und wenn man dann einfach sagt, pass auf, ich mache jetzt das ganze Jahr nichts, weil es irgendwie warm ist, dann kommt man natürlich auch nie an sein Ziel oder erreicht die Figur, die man möchte. Deswegen einfach mal so ein paar Tipps von mir, was man da machen kann und generell ist ja so, man muss ja nicht mittags in der Hitze draußen trainieren, seine Liegestütze Oberkörper frei auf einer freien Wiese machen, sondern man kann ja früher am Morgen oder später am Abend trainieren, ja, wo die Hitze nicht so übertrieben ist und die meisten Fitnessstudios sind ja auch recht klimatisiert, deswegen gibt es da schon mal nicht so die Probleme. Ansonsten, wenn ihr draußen trainieren geht, zieht euch vielleicht was Helles an, dass die Sonne ein bisschen reflektiert wird. Ja? Ihr sollt nicht immer irgendwelche dunklen oder schwarzen Klamotten anziehen, dass die Sonne da nicht so drauf knallt. Dann, was macht Sinn? Wenn ihr zum Beispiel gerade im Fitnessstudio trainiert, ist es ja so, dass ihr eigentlich kein Herz-Kreislauf-Training grundsätzlich macht, wenn ihr ein Krafttraining macht. Da habt ihr einmal eure Sätze und immer eure Pause dazwischen. Eigentlich in der Satzpause ist es so, dass der Körper von der Temperatur ein bisschen runterfährt wieder. Deswegen gibt es beim normalen 3-4-Satz-Training, ja, wenn es nicht gerade ein Zirkeltraining ist, eigentlich kein Problem, ein Krafttraining im Studio auch zu machen. Ihr könnt eventuell 30 Sekunden oder so die Pause irgendwie hochsetzen, dann habt ihr eigentlich beim normalen Krafttraining im Studio auch beim warmen Wetter keine Probleme. Generell natürlich viel mehr trinken, ist klar. Ich würde euch empfehlen, 1,5 bis sogar 2 Liter in der Stunde runter zu süppeln. Jetzt könnt ihr natürlich darauf achten, ihr trainiert ja, sag ich mal, eine Stunde, aber ihr schwitzt ja auch bei dem Wetter jetzt generell viel mehr. Deswegen würde ich euch eventuell empfehlen, da auch mineralstoffhaltige Getränke zu euch zu nehmen und natriumarme vor allem. Ihr könnt hier ruhig mal eine Apfelschorle trinken, ISO-Getränk, damit auch diese Mineralstoffe, weil ihr sehr, sehr viel schwitzt, auch wieder reinkommen. Ja? Auch nicht nur beim Training, sondern generell schwitzt ihr jetzt viel mehr. Deswegen auch jetzt beim Krafttraining bei so einem Wetter würde ich ruhig eine Apfelschorle mal empfehlen. Oder es kann euch auch nicht umbringen, wenn ihr mal eine Cola trinkt. Generell ist es natürlich so, wenn ihr Krafttraining macht, viel mehr trinken, darauf achten, ein bisschen die Intensitäten vielleicht runterfahren, die Satzpause erhöhen, aber sonst könnt ihr ganz normal trainieren wie bisher, denke ich, da sollten keine Probleme auftauchen. Beim Herz-Kreislauf, also beim Cardio-Training sieht es ein bisschen anders aus, da ist die Belastung natürlich höher, ihr habt keine Intervalle oder kurzen Pausen, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr besonders hier auf euren Puls achtet. Ich würde euch empfehlen, nehmt da mal eine Pulsuhr mit, weil bei diesen Temperaturen ist der Puls viel, viel höher als generell und sonst. Deswegen drauf gucken, dass euer Puls nicht zu hoch ist. Cardio-Training bei dem Wetter würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Vor allem nicht draußen, ja. Aber generell seid ihr jetzt nicht wirklich groß eingeschränkt bei der ganzen Geschichte. Deswegen jammert nicht rum bei dem Wetter. Geht wirklich raus, macht ein bisschen was und trinkt ein bisschen mehr Mineralstoffe auf jeden Fall. Gerade Leute, die vielleicht nicht viel essen, ja, die sind dann sehr, sehr, sehr schnell unterzuckert, sind beim Training, denen wird schwindelig. Ja, viel essen auch bei dem Training, wenn ihr das macht, also davor und danach natürlich. Und immer darauf achten, dass ihr nicht unterzuckert. Mineralstoffe halt viel, viel trinken und dann sehe ich da keine Probleme. Natürlich wie gerade im Einspieler vorweg, ihr müsst nicht direkt bei der Sonne draußen trainieren. Ich habe mir auch einen schönen Sonnenbrand geholt, schmiert euch ein, aber bei einem Training mit Sätzen und Pausen dazwischen braucht ihr keine Angst haben, also bleibt fit und stellt euch nicht so an bei ein bisschen Sonne. Fragt mich mal, was die Leute in Afrika oder in Spanien sagen, die jammern auch nicht 365 Tage rum und sagen, das ist warm, ich kann nichts machen, so. Deswegen verstehe ich das oft nicht. Klar, man muss nicht übertreiben an dem Tag, wo es mal in Deutschland wärmer ist, aber man kann ganz normal sein Training durchziehen. Diese Message sollte euch mal hier reingehen. Bleibt nicht faul bei dem Wetter, seid nicht faul, macht was wie bisher und sonst, also wie gesagt, ich mag diese Leute nicht. Natürlich kann man an den See gehen, aber alle so, es ist warm, ich kann nichts machen und so. Schwachsinn, haut rein, euer Görki. Tschö.